Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Halo 5 Multiplayer Beta ist zumindest für Preview-Mitglieder des Xbox One Dashboards ja schon zur Verfügung. Ausgewählte Mitglieder haben bereits Codes erhalten, um das Ganze zocken zu können. Ja, ich habe es mir jetzt natürlich nicht nehmen lassen und habe mir das Ganze schon heruntergeladen. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt auch direkt durch. Und ja, schauen wir uns jetzt am besten erstmal das Menü an und gucken, was wir da überhaupt einstellen können. Und dann legen wir auch direkt los, würde ich sagen. Dann lesen wir uns erstmal diesen tollen Text hier durch vor Veröffentlichung. Vielen Dank, dass Sie uns dabei unterstützen, Halo 5 Guardians zu entwickeln und zu testen und zu verbessern, indem Sie an der Arena Multiplayer Beta teilnehmen. Diese Beta ist ein Einblick in unsere laufenden Arbeiten und unterliegt den üblichen Problemen der laufenden Spieleentwicklung, bla 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 bla. Also es geht nur darum, dass nochmal darauf hingewiesen wird, dass halt eben das ganze Produkt noch nicht fertig ist und dass es halt eben zu Problemen kommen kann. Ist uns ja bewusst, es ist ja schließlich eine Beta-Version. Okay, dann würde ich mal sagen, drücken wir mal weiter und gucken uns den ganzen Käse mal an. Sieht schon mal sehr schick aus. Nachricht des Tages. Willkommen zur Multiplayer-Beta. Jo. Hast du dich verstanden? Gut, der Halo-Channel ist direkt integriert. Was ist denn die Spartenzentrale? Ach so, okay. Hier kann man also Dienstakten und sowas einsehen. Visier verändern. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern man seinen Charakter jetzt hier in der Beta-Version abändern kann. Das wird man sowieso erst sehen, wenn ich ein paar Ründchen gespielt habe. Aber wer schon mal sowas wie Reach oder so gezockt hat, der weiß auf jeden Fall, dass das im Nachhinein alles freigeschaltet wird. Also ich sehe hier auch, also ganz so viel einstellen kann ich jetzt hier nicht. Die Controllerbelegung kann ich nochmal ein bisschen ändern. So wie Empfindlichkeit, das lasse ich jetzt einfach erstmal auf Standard. Ja, ansonsten hier irgendwas am Sound oder so einstellen kann ich jetzt hier auch nicht. Ja, also die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr, sehr übersichtlich. Ja, dann würde ich jetzt auch einfach mal sagen, gehen wir direkt in den Multiplayer-Modus und gucken mal, was Halo 5 so zu bieten hat. Ja, also Spiellisten gibt es auch noch nicht so viel. Da gibt es jetzt gerade mal den einen einzigen hier, den Showdown. 4 gegen 4. Mindestens Spieleranzahl 8, ist klar. Maximale Gruppengröße 4. Na gut, wir können ja eh keinen anderen auswählen, also nehmen wir den auch. So, Spielschirm werden gesucht. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze schon so läuft online. Diese Beta-Version, die ich jetzt spiele, ist genau dieselbe, die später dann auch erscheint. Diese wurde jetzt halt eben schon für manche Mitglieder freigegeben, um halt zu gucken, wie stabil die Server laufen. Sodass halt am 29. dann halt eben die anderen Beta-Teilnehmer keine Probleme haben, beziehungsweise weniger Probleme haben. Man hat wohl so ein bisschen aus den Problemen mit der Master Chief Collection gelernt und möchte da dem Ganzen jetzt so ein bisschen vorgreifen. Was ich jetzt nicht unbedingt verkehrt finde. Also Spieler sind auf jeden Fall zügig gefunden. Ja, einer fehlt jetzt noch. Ah ne, jetzt sind wir komplett. Oh. Ja, komm, dann gib Kette hier. Und los geht's. Oh, sehr schön. Spezialwaffen kontrollieren, um das gegnerische Team zu dominieren. Okay. Das Ganze läuft definitiv mit 60 Frames. Volle Deckung. Aber in 720p, so wie es aussieht. Hey, pass auf. Führung verloren.
Führung verloren. Ziel erledigt. Die Führung übernommen. Auf jeden Fall sehr schick aus. Okay, Killcams gibt's auf jeden Fall. Optisch sieht's auf jeden Fall nett aus. Keine Frage. Kopfschuss erzielt. Fuck off, ey. Scheiße. Ja, wie er oder was? Muss mal gucken. Also andere Waffen habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Mal Augen aufhalten hier. Führung verloren. Boah. Kleine Drecksau. Scheiße. Ja, ich glaube, ich muss mal den Controller ein bisschen schneller einstellen. Sie ist mir doch ein bisschen zu träge, aber das mache ich gleich. Oh, Schild, wie nehme ich das auf? Ah, warte mal. Schönes Schwert. Zack, direkt in die Fresse, Alter. Zack, noch einer. Gibt's einen aufs Maul hier, aber mein Schild ist weg, das ist gar nicht gut. Boah, das Schwert blendet aber ganz schön, ey. Sieht ja kaum was. Boah. Hätte ich mich vielleicht nicht ganz so früh rauswagen sollen. Ah, ich guck mal eben kurz einmal wegen den Controller-Einstellungen hier. Blickempfindlichkeit, die machen wir mal direkt auf 5. Gucken wir mal. Ah, ist schon besser. Gucken wir mal. Muss natürlich immer so ein bisschen seine Balance finden. Oh. Ja. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob Halo 5 jetzt gerade hier über festen, dedizierten Servern läuft, weil das Ganze so ein bisschen leckert auf jeden Fall. Das merkt man auch. Ja, man sieht hier auch kein Verbindungsstatus oder so. Bisschen schade finde. Ich finde das immer schade, wenn die Spiele keine vernünftigen Pings anzeigen. Das ist ja vor allem bei den Konsolen Standard. Leider. Wo sind denn hier die Waffen? Wo kriegen die alle die Waffen her? Ich habe bisher noch keine Waffe auf dem Boden gefunden. Außer die, der Gegner hat fallen lassen. Ah, so kann ich zur Seite strafen. Auch cool. Autsch.
sind einer weniger. Ich finde das noch ein bisschen unschön, dass die Beta hier in 720p läuft. Angeblich soll die Vollversion ja in 1080p laufen. Aber hier finde ich das auf jeden Fall noch sehr unschön. Muss ich sagen. 10 Abschüsse zum Sieg. Kriegen die alle die Waffen her? Ich schnall das nicht. Wir haben hier MPs, Schwerter und alles Mögliche. Ich finde hier überhaupt nichts an Waffen. Entweder bin ich zu dämlich, die zu finden. Zack. Ja, DMR hier. Sturmgewehr. Wir haben hier alles, Unglaublich, Abschuss gewinnt. Ha! Und das war mein Abschuss. Yeah, baby. Wird der jetzt zum Schluss auch nochmal gezeigt? Ah, leider nicht. Keine Belohnung für diese Partie hätte ich gespielt, okay. Ja. Meine Kill-Death-Ratio ist jetzt natürlich noch total für den Arsch. Vielleicht kann ich die ja noch ein bisschen aufbessern. Jetzt bin ich ja auch mal gespannt, ob das hier das einzige Level in der Beta ist, oder ob es hier jetzt auch noch mehr gibt. Werden wir jetzt gleich ja sehen. Hier sind wir übrigens jetzt die EP, die ich gesammelt habe. Da kann man dann vielleicht nachher auch mal schauen, ob ich das ein oder andere sogar schon in meinen Spartan investieren kann. Es geht jetzt hier im Spiel, so wie es aussieht, leider nicht. Ich kann hier nur die Statistiken, Belohnung und Erfahrung anwählen. Spielerliste. Gut, ich kann jetzt hier nur... Aber ich kann den Kollegen hier gerade mal einladen, sehe ich. Das mache ich doch direkt mal. Dann lade ich nochmal einen anderen Kollegen ein. Vielleicht hat der auch schon die Hater hier. So. So, wie sieht das denn jetzt aus hier? Geht das mal weiter? Unterbrechung, 0 Sekunden, jo. Wobei es jetzt natürlich öfter auch mal passieren kann, dass ich irgendwelche Unterbrechungen, Abstürze, wie auch immer habe. Ist ja halt eben kein fertiges Spiel, ne? Wir warten jetzt einfach noch mal ein paar Sekündchen. Achso, der sucht nach Spielern. Ah, alles klar. Okay, hier sind aber einige Leute doppelt drin. Das kann irgendwie nicht stimmen. Ja, der Typ, der ist gleich viermal drin. Sauber. Der andere dreimal.
Okay. Ja, mal gucken, ob es jetzt startet oder ob ich zurück ins Menü gehe. Ah, doch. Spezialwaffen kontrollieren, um das gegnerische Team zu dominieren. Okay, wir haben auf jeden Fall ein volles Spiel. Scheiße. Da kann ich gar nicht reagieren. Ja, da denkst du gerade, da machst du einen Platz und dann kommt einer von hinten, ehrlich. Führung übernommen. Granate im Abflug. Führung übernommen. Das ist echt hoch. Scharfschützengewehr eingesammelt. Sehr schön. Danke für die Unterstützung. Yep. I'm right behind you. Auf Verstärkung, rote Basis. Ziel draußen gesichert. Feindliche Granate. Feindkontakt raus. Hey, Eigenbeschuss einstellen. Scharfschützengewehr in 30 Sekunden bereit. Spezialwaffen in 30 Sekunden. Oh, behind me. Spezialwaffen in 10 Sekunden. Wir haben das Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr verfügbar. Spezialwaffen bereit. Kontakt! Los! Fuck.
keinen erwischt. Auch Unterstützung. Ach, ey. Erwischt. Where is he? Scharfschützengewehr in 30 Sekunden. Spezialwaffen in 30 Sekunden. Scharfschützengewehr in 10 Sekunden. Spezialwaffen in 10 Sekunden. Das Scharfschützengewehr geschnappt. Scharfschützengewehr verfügbar. Spezialwaffen bereit. What the fuck? Noch 5 Minuten. Did you have problems with lag? Der saß. Booyah.
So, jetzt könnten wir den zumindest schon mal ein bisschen anpassen hier. Ja gut. Also momentan ist meine Kill Death Ratio definitiv für den Arsch. Aber macht ja nichts. Ja, Treffsicherheit 30,4%. Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen dran üben. War zumindest schon mal 2 Siege in der Tasche. Und in beiden Spielen den letzten Kill gemacht. Juhu. Aber es spielt sich sehr stark wie Reach, wie ich finde. Ah, diese niedrige Auflösung, die nervt momentan noch ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wie viele Karten wir hier insgesamt haben. 2 hatten wir ja schon.